Herzlich willkommen heute Abend hier in der, im Saal der Labstelle zu unserem 10. IGP-Dialog mit dem klingenden Titel Grünes Europa, hungrige Welt, regulieren wir uns die Teller leer. Ein Titel, wie ich meine, mit Potenzial. Das Potenzial liegt, denke ich, zu einem großen Teil auch im Entwurf der Sustainable Use Regulation, die da irgendwie für viel Aufruhr, Fragen und Diskussionsstoff sorgt. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen sehr hochkarätigen Keynote-Speaker bei uns begrüßen dürfen und auch ein ebenso hochkarätiges Podium. Die Herren werde ich Ihnen später noch vorstellen. Mein Name ist Ursula Riegler. Ich habe hier schon einmal vor circa einem Jahr diesen Dialog moderieren dürfen. Freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf und darf aber jetzt gleich zu Beginn den Christian Stockmar auf die Bühne oder zu mir vor die Bühne bitten, haben wir gesagt, der Sie offiziell begrüßen wird an diesem Abend. Kennen Sie das? Wahrscheinlich kennen das die meisten. Eine schöne Almhütte. Wir alle gehen gern wandern, freuen uns auf eine schöne Aussicht. Auf eine gute Jause vielleicht. Und wir befinden uns jetzt im Tal auf dem Weg, sehen noch nicht genau, wie wir zur Hütte kommen. Und so ähnlich geht es unserer Landwirtschaft im Moment. Das Ziel vor Augen, wir wissen aber nicht, wie der Weg dorthin geht. Und die Landwirtschaft ist jetzt konfrontiert mit der Sustainable Use Regulation. Und wenn die Ziele unrealistisch sind, aus unserer Sicht ist das so, dann werden wir den Weg zur Hütte nicht finden. Und aus unserer Sicht ist das eine Mission Impossible für die Landwirte. Und ich möchte drei Ziele, die mir sehr wichtig sind, herausgreifen, die in der Sustainable Use Regulation formuliert sind. Das erste Ziel, Reduktion vom Pflanzenschutzeinsatz 50% bis 2030. Das zweite Ziel, die Biofläche auf 25% in allen EU-Ländern auszuweiten. Und das dritte Ziel, keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, weder konventionellen noch biologische, in sensiblen Gebieten. Sie sehen die Farbe lila und auch andere dunklen Farben. Das sind die sensiblen Gebiete. Das heißt, in diesen kein Pflanzenschutzeinsatz mehr, weder konventionell noch bio. Also für mich heißt das, wir werden nicht mehr viel Ackerbau, nicht mehr viel Landwirtschaft betreiben in der EU. Ohne Pflanzenschutz wird das nicht möglich sein. Der Fleischhauer Denschert war dort, wo ich aufgewachsen bin, ums Eck. Da bin ich jeden zweiten Tag hingegangen, habe mir extra Wurststradl kriegt. Meine Eltern sind da hingegangen. Jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt muss ich kilometerweit fahren, um einen Fleischhauer zu finden, weil es gibt die EU-Hygieneverordnung. Und gerade kleine Betriebe sind da nicht mehr. Das will ich nur als Beispiel nehmen, was eine EU-Verordnung bewirken kann. Die Landwirtschaft hat viele Herausforderungen. Ich sage nur Trockenheit, Ernteverluste, Wirkstoffverluste, der Klimawandel. Jetzt noch mit der Situation in der Ukraine sehen wir, die Versorgungssicherheit ist gefährdet in Europa. Und zu dieser Situation kommt jetzt die Sustainable Use Regulation noch obendrauf. Also noch einmal eine Herausforderung für die Landwirte und für die Landwirtschaft. Und ich möchte, Herausforderungen für die Landwirtschaft. Und es sind im Wesentlichen gibt es vier Folgenabschätzungen, die noch vor der Situation in der Ukraine gemacht wurden, von vier Institutionen. Vielen wird das wahrscheinlich bekannt sein. Die haben sich angeschaut, was heißt das, wenn die Ziele bis 2030 in der EU umgesetzt werden. Das heißt, weniger Produktion in der EU, höhere Preise, die Einkommen für die Bauern werden sinken. Ein Institut hat gesagt, das ist ein schlechter Deal für den Planeten, Gesamtheit gesehen. Und wenn wir die Produktion in Europa senken, dann werden wir mehr Importe brauchen aus Drittländern. Und wenn man sich das so vergegenwärtigt, der linke Lungenflügel strotzt vor Gesundheit, ein grüner, schöner Flügel, ja,
die EU. Und wir verlagern die Produktion, wir fahren die Produktion runter in Drittländer, das ist der rechte Lungenflügel, wo die Umweltbelastung höher wird und ob das für die Klimabilanz, wenn wir Warengüter aus Nicht-EU-Ländern importieren, ob das gescheit ist, mag ich zu bezweifeln. Die EU sieht hier aus unserer Sicht eine Verbotspolitik vor und man sollte Lösungen anbieten, Chancen anbieten und Perspektiven für die Landwirte zeigen. Wir als Industriegruppe Pflanzenschutz haben unter dem Titel Innovation Deal viele Experten befragt, haben gesagt, was sind die Lösungen, wie können wir das schaffen? Im Wesentlichen ist es Innovation, Forschung und Entwicklung und wir haben die in einer Schriftenreihe, die hinten aufliegt, können Sie gerne mitnehmen, den O-Ton der Experten zusammengefasst. Ich glaube, es ist sehr spannend. Da sind viele Impulse drinnen, wie wir diese Ziele erreichen können. Die Pflanzenschutzindustrie nimmt das sehr ernst, ja? Diese Transformation in Europa zu mehr Nachhaltigkeit wollen wir unterstützen. Wir haben uns bereit erklärt, 14 Milliarden Euro bis 2030 zu investieren in neue biologische Pflanzenschutzmittel und neue digitale Verfahren. Das heißt, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind aus unserer Sicht extrem wichtig. Dazu gehören aber auch Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Ich sage nur ein Beispiel, wir haben die gesamte Industrie 2011, also vor 11 Jahren, 108 Anträge für neue Pflanzenschutzmittel gestellt. Nicht einmal die Hälfte sind bewilligt. Und ich war jetzt auf einer Konferenz, Biokonferenz, das wird auch in dem Bereich massiv angeprangert, dass da der Rahmen fehlt. Wir plädieren dafür, dass man einen Dialog, ich glaube, die heutige Veranstaltung soll auch dazu beitragen, gemeinsam führt. Die Landwirte sollen hier eine Stimme bekommen, die wissen, wie es geht. Und wir hoffen, dass wir diese wichtige Transformation gemeinsam ermöglichen und dass hier auch unsere Teller wieder gut gefüllt sind und nicht leer reguliert werden. Ich wünsche der Veranstaltung eine gute Diskussion. Ich übergebe jetzt an Ursula Riegler. Vielen Dank. Vielen Dank, Christian Stockmar, dass Sie uns ins Thema reinholen. Sehr dramatisch, aber ich glaube, es braucht auch sozusagen die Zuspitzung, um eine gute Diskussion zu bekommen und das Thema auch in der Bandbreite zu verstehen. Bevor ich Ihnen unseren Keynote-Speaker vorstellen darf, ein bisschen Housekeeping. Der Abend heute wird auch wieder als Video zur Verfügung stehen. Wir laden Sie ein, den Newsletter der IGP auch zu abonnieren. Da bekommen Sie Infos laufend und auch zu den Veranstaltungen immer wieder. Und die Schriftenreihe, der Christian Stockmann hat schon angesprochen, liegt dann draußen auf. Freuen wir uns, wenn Sie die Ausgaben mit nach Hause nehmen, wenn Sie uns dann später verlassen. Jetzt darf ich Hans Hogewen präsentieren. Er ist, und das glaube ich, ist sehr wichtig, der vollständige Titel unabhängiger Vorsitzender des Rates Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen. Sie kennen die Organisation vielleicht unter Welternährungsorganisation oder FAO. Die ist 1945 gegründet worden, sitzt in Rom und hat eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben, die Produktion und Verteilung von landwirtschaftlichen Produkten im Allgemeinen und Nahrungsmittel im Besonderen weltweit zu verbessern, um die Ernährung sicherzustellen und den Lebensstandard zu verbessern. Sie kennen vielleicht ein zentrales, darf ich mal sagen, auch Produkt der Organisation, den Codex Alimentarius, der ja auch internationale Standards für die Lebensmittelsicherheit definiert. Hans Hogewen ist eine Art, wenn ich das sagen darf, Aufsichtsratsvorsitzender dieser Organisation, eine unabhängige Kontrollfunktion, die er gemeinsam mit anderen ausübt. Er war vorher schon der Vertreter der Niederlande oder der Botschafter der Niederlande in dieser Organisation und ist jetzt seit knapp 1,5 Jahren in dieser Funktion, die, glaube ich, sehr wichtig ist für jede Organisation. Ich zitiere kurz aus etwas, aus einer Art Biografie, die ich gefunden habe, was mich sehr beeindruckt. Er ist ein weithin anerkannter Agrarexperte und fokussiert in all seinen bisherigen und aktuellen Rollen auf den Ausbau nachhaltiger Landwirtschaft und Sicherheit von Lebensmitteln.
Das geht dann seitenweise so weiter. Ich habe mir dann gedacht, der Auszug alleine würde wahrscheinlich den ganzen Abend füllen. Ich lade Sie aber herzlich ein. Ich kann sehr empfehlen, sich ein bisschen mit der Biografie unseres Gastes zu beschäftigen. Eine sehr beeindruckende Vita. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und ich darf Sie bitte um Ihre Ausführungen bitten. Einen herzlichen Applaus bitte. Vielen Dank. Ich bin froh, hier in Wien zu sein und wie viele Niederländer bin ich natürlich oft in Österreich gewesen. Ich habe viele Hütten gesehen, viele Weizenbiere da getrunken, im Sommer und im Winter. Aber es freut mich, um hier zu sein. Und wir brauchen eine Transformation. Aber wir brauchen kein mehr Regeln. Und ich entschuldige mich für mein Deutsch, weil normalerweise spreche ich kein Deutsch, aber nur Englisch. Aber ich versuche meine Rede im Deutsch zu machen. Ab und zu werde ich vielleicht einige englische Wörter nutzen. Aber und da brauche ich ein bisschen Papier, weil wenn es in Deutsch geht, muss man das natürlich gut machen. Wir wissen, die Welt um uns herum verändert sich rasant. Wir sind mit einem perfekten Sturm von Krisen konfrontiert heute. Der Welternährungstag hat uns ein schütternder Sahne präsentiert. Jetzt haben wir 860 Millionen Menschen hungern. Und diese Zahl wird nächstes Jahr zu 1 Milliard Menschen anwachsen, wenn wir nicht handeln. Und hinzu kommen 345 Millionen Menschen, die am Rande des Hungers stehen. Und mehr als 3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu gesunder Ernährung. Das muss ein Grund sein für einen moralischen Ausschrei. Auf der anderen Seite verlieren wir jedes Jahr ein Drittel von unseren produzierten Lebensmitteln mit einem Wert von 1 Milliard US-Dollar. Trotz der Bemühungen von vielen Regierungen macht der Klimawandel die Landwirte, im Besonderen in den Entwicklungsländern, mit brutalen Dürren, Hitze und Überschwemmungen zu schaffen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in 2015 10 Milliarden Menschen ernähren müssen. Schätzungen zeigen, dass die Welt bis 2050 50% mehr Agrarproduktion benötigt. Das bedeutet, dass die Landwirtschaft auf nachhaltige Weise ausgebaut werden muss. Und natürlich muss es eine klimafreundliche Landwirtschaft werden. Meine Damen und Herren, wie Bill Clinton dieses Jahr in New York gesagt hatte, wir kennen unsere Herausforderungen, wir haben unsere Ziele, unsere Vorgaben festgelegt und wir kennen die Lösungen oder wir denken, dass wir die Lösungen kennen. Aber wie ist es mit dem Wie? Wie werden wir es tun? Letztlich muss das auf Landebenen von Ort geschehen. Die Welternährungstag gibt es auch eine Botschaft der Hoffnung. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, unsere Umsetzung zu verpflichten. Aber wir brauchen noch ein stärkeres internationales System. Die FAO stellt sich dieser Herausforderung zum Beispiel durch die Verabschiedung der beiden Strategien zu Klimawandel und zu Wissenschaft und Innovation ein Meilenstein und ein entschiedenen erster Schritt. Wir wissen, dass den Klimawandel nicht ohne Ernährungssicherheit bewältigen könnte. Aber wir wissen auch, dass wir Ernährungssicherheit nicht erreichen könnten, ohne die Klimawandel zu bewältigen. Die Situation für Ernährungssicherheit ist für viele Menschen auf der Welt gerade dramatisch. Guckt zu den Ländern wie Somalien, Äthiopien und Jemen. Die litten einer instabilen Ernährungssituation aufgrund der nicht nur Klimawandel, aber auch Corona und Konflikten wie in der Ukraine. Hunderte Millionen von Menschen sind in ihrer Existenz bedroht, während der Beitrag von diesen Menschen im Klimawandel minimal ist. Da sie kein Geld haben, um sich gegen extreme Witterungsbedingungen zu waffnen, ist die Widerstandskräftigkeit von der Gemeinde völlig zusammengebrochen. Und Sie wissen, der Krieg in der Ukraine hat für die Entwicklungen noch größere Sorgen gegeben. Meine Damen und Herren, unsere Großstädte und unsere unsichere Ernährungslage ist kein Zugang zu Nahrungsmitteln. Armut ist die Hauptsache für den eingeschränkten Zugang zu Nahrungsmitteln.
Die Menschen haben in der Welt einfach nicht genug Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Auch die Qualität der Lebensmittel kann ein großes Hindernis für die Ernährungssicherheit sein. Man hat zwar Zugang zu Lebensmitteln, aber nicht Zugang zu genug Kalorien und nachwertigen Lebensmitteln. Und guckt man zu der EU, die EU hat kein Problem mit der Ernährungssicherheit. Das europäische Nahrungsmittelsystem ist robust, es kann Schocks instandhalten. Aber allerdings haben auch wenige wohlhabende Verbraucher aufgrund höherer Lebensmittelpreise, steigender Energiekosten und anderer Preissteigerungen nur noch eingeschränkten Zugang zu gesunden Lebensmitteln. Immer mehr Menschen in der EU sind jedoch gezwungen, Lebensmittelbanken in Anspruch zu nehmen. Aber für die Entwicklungsländer wird die Situation noch immer mehr dramatisch. Das betrifft natürlich vornamen für die allerarmsten Menschen dieser Länder, von denen jeden fast ein halbes Einkommen für Lebensmittel ausgeben muss. Wir stellen auch fest, dass die vielen Nahrungsmittelsysteme zu sehr von einigen wenigen Quellen für ihre wesentlichen Produkte abhängig geworden sind. Durch diese Abhängigkeit sind anfällig für unvorstellbare Schocks. In Praxis sehen wir, dass die Menschen in Entwicklungsländern für unmögliche Entscheidungen gestellt werden. Bei steigenden Preisen werden zuerst die Portionen kleiner. Dann wird die Ernährung einseitiger Nährstofflebensmittel nicht mehr bezahlbar. Dann werden die Kinder, vor allem Mädchen, aus der Schule genommen, weil das Schulgeld nicht mehr bezahlt werden könnte. Und letztens wird auch das Vieh verkauft. Wir hören eine schütternde Geschichte von Eltern, die ihre Töchter früh verheiraten, um einen Esser weniger zu Hause zu haben. Meine Damen und Herren, wie können wir diese Anfälligkeit verringern und wie können wir unsere Nahrungsmittelsystemen wieder standfähiger gemacht werden? Die hohe Konzentration des Handels kann zu Engpassen den Nahrungsmittelsystem führen. Aber der Stärkung von Nahrungsmittelimporteuren in anfällige Nahrungsmittelsysteme kann zu einer besseren Positionierung und damit zu einer stabileren Lebensmittelversorgung führen. Ein Instrument hierfür ist die rechtzeitige Bereitstellung von Handelskapital. In fragilen Nahrungsmittelsystemen können strategische Nahrungsmittel durch andere heimische oder regionale Produkte ergänzt oder ersetzt werden. Dadurch wird die einseitige Abhängigkeit von importierten Produkten verringert. Und wir haben das auch natürlich in der EU gesehen. Aber jetzt geht es die andere Seite her, dass wir mehr importieren müssen. Zweitens, eine voraussagende öffentliche Politik kann die Nahrungsmittelsysteme auf mögliche Engpässe aufgrund geopolitischer, klimatischer oder wirtschaftlicher Schocks vorbereiten. Und auch Maßnahmen der Förderung einer stärkeren Diversifizierung des Handels können durch verschiedene Akteure in Nahrungsmittelsysteme Lösungen bringen. Um die lokalen Landwirte mit höheren Getreidepreisen mehr Chancen zu bieten, müssen vor allem den Zugang zu Kapital, landwirtschaftliche Produktionsmittel und Betriebsmittel erhöht werden. Meine Damen und Herren, wie steht die EU hierin? Die EU hat eine sehr wichtige Rolle zu spielen, wenn man zu der weltweiten Problematik guckt. Zuerst durch die Schuldenerlass für Länder zu verkleinern, wie neue Kredite zu günstigen Bedingungen. Zweitens, sicherstellen, dass die internationale Märkte weiterhin so gut wie möglich funktioniert. Drittens, die Marktpreise zu überwachen und einzugreifen, wenn es Anzeichen für übermäßige Spekulation gibt, wodurch die Preisvolatilität umhoog geht. Viertens, handelsbeschränkende Maßnahmen wie Ausfuhrbeschränkungen sollten so weit wie möglich vermieden werden. Und letztlich Verbesserung durch die Markttransparenz mit den Informationssystemen. Und die Weltbank hat gesagt, dass ein in der widerstandlichen Fähigkeit investierte Dollar 3 Dollar einsparen kann, die in der Zukunft für die humanitäre Hilfe ausgegeben werden. So 1 Dollar im Agrarinvestition wird 3 Dollar mehr geben und sparen für die Hilfe für die Menschen. Meine Damen und Herren, wie ist es mit der EU-Politik in dieser Seite?
Die Frage, die uns heute stellt, ist ein doppelte. Tragen die Green Deal und die vorgeschlagene Rechtsvorschriften betreffend eine nachhaltige Nutzung die Lösungen dazu? Ist der Green Deal wirklich ein Fahrplan für nachhaltige Wirtschaft weltweit? Oder macht er noch mehr eine Festung in der Welt? Und Sie wissen natürlich, in die Mittelpunkt des Green Deals stehen die Strategien Biodiversität und Erzeuger zum Verbraucher. Die sollte auf ein neues und besseres Gleichgewicht von Natur, Ernährungssystemen und biologischer Vielfalt anzielen. Aber diese Strategien sind entschiedene Teil des großen Übergangs, den wir gerade einladen, hat Frans Timmermans gesagt. Aber hat nicht gesagt, ob es nur für die EU ist oder für die Welt. Und natürlich, es wird gut sein für die EU. Und es könnte auch europäische Landwirte neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Aber wird das auch so sein für die Bauern weltweit? Die Lücke zwischen der EU und den Entwicklungsländern ist enorm. Es muss mehr getan werden, um diese Lücken zu schließen. Die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Green Deal könnte aber auch den Abstand zu Entwicklungsländern vergrößern. Auf internationaler Ebene wächst die Sorge, dass der Green Deal zu einer größeren Ernährungssicherheit in den Entwicklungsländern führen könnte. Ernährungsunsicherheit. Das können sie nicht leisten. Und wie geht es dann, wenn man hier die Regeln in die EU gibt? Muss dann die Bauern in den Entwicklungsländern die auch implementieren? Müssen die gleiche Regeln anwenden? Es ist klar, dass für die meisten das nicht möglich ist. Und wird es dann zu Ausführbeschränkungen leiten? Natürlich, das wird so gehen. Und ich möchte auch für weitere Subventionen im Rahmen der europäischen Agrarpolitik warnen. Die werden sicherlich zu mehr Handelsverzerrungen und einem weniger fairen Handelssystem führen. Ein Teil der Antwort, wir versuchen natürlich Antworten, könnte sein eine umfassende Folgenabschätzung, wobei die betroffenen Länder die Möglichkeit haben sollten, einen Beitrag zu leisten. Zweitens, ein ausreichender Übergangszeitraum, um die Anpassung der neuen handelspolitischen Maßnahmen zu ermöglichen. Und drittens, ich glaube das Wichtigste, technische und finanzielle Unterstützung geben zu den Bauern in den Entwicklungsländern. Wir müssen sorgen, dass wir die Bauern in Entwicklungsländern helfen. Anders werden die eine Position nehmen, dass ein Anreiz ist für Vergeltungsmaßnahmen in die WTO. Und Damen und Herren, lassen wir nicht vergessen, dass unser Ernährungssystem mit den Landwirten und Landwirtinnen anfängt. Und natürlich mit dem Saatgut. Aber geben wir noch genug Aufmerksamkeit zu den Bauern. Landwirte sind Unternehmen. Und da, wenn ich die begegnet, tragen sie die Nachhaltigkeit im Herz. Aber lassen wir die Landwirten noch genug Spielraum, um ihr Geschäft zu betreiben. Machen wir es nicht zu viel zu Buchhaltern. Und sicher, wenn ich die neue EU-Regeln sehe, dann fürchte ich, dass sie mehr Buchhalter werden dan Bauern. Und Sie kennen das Sprichwort, dass viele Wege nach Rom führen. Aber wir wissen auch, dass unsere Gesellschaften nicht von New York, Rom oder Brüssel aus gesteuert werden können. Wir müssen unseren Landwirten ein günstiges Umwelt bieten. Und ja, dazu gehört EU-weit harmonisierte Rechtsrahmen. Aber auch Rahmen, die Raum für unternehmerische Initiativen bietet. Zu erreichende Ziele sollte dazu gehören. Aber ein detaillierter Rechtsrahmen, der zwingt, Buchhalter zu werden, führt zu abnehmender Unterstützung von Bauern und Landwirten und auch höhere Kosten für Durchsetzung. Und seien wir ehrlich, die Maßnahmen und Investitionen von Regierungen reichen nicht, um die Transformation wirklich zu implementieren.
in seiner Eröffnungsrede bei einer internationalen Konferenz über nachhaltige Pflanzenproduktion, 2 Wochen her, rief AFO-Generaldirektor Dr. Chu auf, die Maßnahmen zur Bewältigung dieser Probleme zu beschleunigen. Er sagte, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen eine technologiegestützte nachhaltige Weg einschlagen. Die Landwirtschaft von morgen muss mehr Nahrungsmittel mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck produzieren. Das bedeutet, mehr mit weniger zu produzieren. Aber wir müssen auch mehr Vielfalt und mehr Menge an Ort und Stelle produzieren. Ein wissenschaftlich fundierte, nachhaltige Pflanzenproduktion kann das ermöglichen, sagte er. Und er sagte auch, unterdrückte die Rolle der Landwirte und Landwirtinnen. Deine Bedürfnisse, Kenntnisse und Zwänge im Mittelpunkt der Bemühungen für die Einführung. In der Tat müssen wir unser kaputtes Ernährungssystem umgestalten. Das muss auf nationaler Ebene geschehen, wo Strategien umgesetzt werden müssen. Nicht in der EU, nicht im EV, aber die könnte das unterstützen. Aber die Wandel beginnt immer auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe. Wir brauchen auch mehr Investitionen von der privaten Sektor. Landwirten und Partner in der Wertschöpfungskette sollten durch Gespräche über Investitionen und Nahrungsmittelsysteme voll einbezogen werden. Die jüngsten Entwicklungen in meinem Land, die Niederlande, haben gezeigt, welche Folgen es hat, wenn man das nicht macht. Und das ist schrecklich. Und davon müssen wir lernen. Wir brauchen die notwendige Umstellung erfordern durch transdisziplinäre Ansätze, innovative Konzepte und Technologien, Innovationen, die uns möglich machen, nicht nur mehr zu produzieren, aber auch mehr zu Klimawandel zu bessern und auch für gesunde Produktion sorgen. Aber wir müssen die Einkommen der Landwirte schützen und die Rolle neuer Technologien sowie die Schutz der Menschlichkeit, Gesundheit und Umwelt fordern. Zusammengefasst, wir müssen global denken, aber auf regionaler und nationaler Ebene handeln. Dafür brauchen wir nicht nur einen integrierten Ansatz, sondern auch Solidarität. Solidarität auf nationaler, EU-Ebene und weltweiter Ebene. Und zum Schluss wollte ich sagen, ich bin dankbar für die vielen Generationen von Landwirtinnen und Landwirten, die unsere Lebensmittelketten und Systeme zu dem gemacht haben, wie die heute sind. Und ich bin stolz darauf, dass wir noch immer jüngere Landwirtinnen und Landwirte haben, die die Verantwortung nehmen für unsere Zukunft. Danke. Herr Hogewin, vielen, vielen Dank. Es geht mir ähnlich wie bei der Vorbereitung mit Ihrer Vita. Sie haben so vieles angesprochen, das inspirierend ist. Ein sehr düsteres Bild gezeichnet, aber auch viele Antworten oder Anregungen mitgebracht. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich rausnehme. Etwas, glaube ich, was sehr zentral ist, was mir in Erinnerung oder was vieles umfasst. Wir müssen die Landwirtinnen und Landwirte mehr mitnehmen, zuhören, abholen. Sie sind im Mittelpunkt. Wir haben es auch bei der Vorbesprechung diskutiert. Ich glaube, das geht oft verloren bei vielen Themen, wo die aber eine tragende Rolle und Gestaltung übernehmen sollten. Lassen Sie uns das ein bisschen zum Motto für heute Abend machen. Vielen Dank. Ich darf Ihnen nun meine weiteren 3 Podiumsdiskutanten der Reihe nach vorstellen. Als erstes David Süß. Er ist Direktor des Österreichischen Bauernbundes, ein Waldviertler, hat nach der Matura am Francisco-Josephinum in Wieselburg an der Uni Wien Rechtswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Agrar- und Umweltrecht, wenn ich das richtig gelesen habe. Nach Stationen im Bauernbund und im ÖVP-Parlamentsclub ist er dann dem heutigen Bundesminister im Mai heurigen Jahres als in seiner jetzigen Funktion nachgefolgt. Herzlich willkommen. Ich darf Sie zu mir auf die Bühne bitten. Einen kräftigen Applaus. Sie haben das Glück des Ersten, Sie dürfen auswählen, wo Sie sitzen. Weiters begrüße ich Diplom-Ingenieur MSC Thomas Resel, den Direktor der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen bei mir. Nach Studien und wissenschaftlichen Tätigkeiten an der Gregor-Mendel-Universität in Brünn und an der BOKU in Wien, der selbstständigen Tätigkeit in der Beratung und als Gerichtssachverständiger und einer Station im Kabinett von
Bundesminister AD Niki Berlakovic, für Thomas Resel seit 2014. Die Bundesanstalt, herzlich willkommen. Auch Sie darf ich zu mir auf die Bühne bitten. Der dritte oder vierte in der Runde, Universitätsprofessor Dr. Hermann Bürstmeier, der Leiter der Institute für Pflanzenzüchtung sowie Biotechnologie in der Pflanzenproduktion an der BOKU in Wien. Dort hat er auch sein Diplom- und Doktoratsstudium abgelegt. Nach einer Station bei der Saatbau Linz ist er der BOKU, denke ich, in den unterschiedlichsten Funktionen sehr treu geblieben oder treu verbunden. Und wie ich gelernt habe, da werden wir später noch darauf zurückkommen, ein Spezialist für Resistenzzüchtungen. Herzlich willkommen auch an Sie bei uns. Bitte kommen Sie zu uns auf die Bühne. Da drüben bitte, das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Aber wir werden nicht streiten drum. Es ist ein bisschen kuschelig bei uns, aber ich glaube, wir kriegen das gut hin. Vielleicht ganz kurz vorweg, wir haben geplant, zwei Runden am Podium zu drehen zu ein paar Einstiegsfragen und um die geballte Kompetenz hier bestmöglich abzuschöpfen, und dann dürfen wir Sie einladen. So bitte bereiten Sie schon Ihre Gedanken, Fragen, Anregungen vor. Ich bin sehr streng, also es gibt keine Co-Referate, aber wir wünschen uns, dass Sie intensiv Ihre Fragen und Ihre Gedanken mit uns teilen oder auch gezielt an jemanden auf dem Podium richten. Herr Resel, vielleicht noch etwas. Ich darf bitte auf die akademischen Titel in der Ansprache verzichten, damit wir das kurz und kompakt halten. Herr Resel, wir haben jetzt eine globale und etwas düstere Einschätzung erhalten, aber auch Fragen, Anregungen, Ideen, Lösungsansätze bekommen. Können Sie ergänzend zu Hans Hoge, wenn die EU-Dimension, aber vor allem auch die österreichische Situation ein wenig schildern. Wie schaut es aus mit Produktion, Versorgungssicherheit? Wie könnten Sie diese, also ein bisschen lokaler sozusagen, als wir es bisher gehört haben, die Situation skizzieren? Danke, mache ich sehr gerne. Herzlichen guten Abend von meiner Seite. Der Kollege hat schon angesprochen, in Europa sind wir eigentlich in einer glücklichen Lage. Einerseits haben wir gute pflanzenbauliche Voraussetzungen. Unsere Bäuerinnen und Bauern haben eine gute Ausbildung, können das quasi auch umsetzen. Wir haben eine potente Tierhaltung in Europa und auch in Österreich. Und wir haben wirklich, die Rahmenbedingungen sind quasi grundsätzlich sehr gut und wir können uns so theoretisch mit Lebensmitteln sehr, sehr gut versorgen in Europa. Wir sind grundsätzlich schon angewiesen auf einen Austausch mit anderen Kontinenten. Bei uns werden Sachen konsumiert, die bei uns nicht wachsen. Ich denke auf die Bananen und Zitronen. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, die wachsen auch in der EU, aber nicht in diesem Ausmaß. Es gibt ja die Überseepotenzen Frankreich, aber auch Näheres, wo auch Zitrusfrüchte wachsen. Aber wenn man sich einen groben Zirkel zieht, wir sind in einigen Produkten wirklich Überversorger. Wenn ich das Hauptnahrungsmittel, den Weizen, hernehme, da haben wir eine ganz große Produktion und auch eine Überproduktion. Wir exportieren hier, auch beim Schweinefleisch zum Beispiel, andere Produkte. Das Rindfleisch sind wir Nettoimporteur. Das wissen wenige, dass wir in Europa Nettoimporteur von Rindfleisch sind. Und das könnte man jetzt quasi so weiterspielen. Gewisse Produkte haben eine Überproduktion, andere eine Unterversorgung. Und wenn man sich die Bilanzen anschaut, macht man es wertmäßig, macht man es kalorienmäßig, macht man es proteinmäßig, sind wir ein bisschen unterschiedlich, aber sind wir doch eher ein Importeur in Europa. Hat auch ein bisschen zu tun damit, mit unseren Politikbereichen, ich komme später noch dazu. Wie schaut es in Österreich aus? In Österreich sind wir grundsätzlich auch gut ausgestattet. Das Ackerland ist nicht so dick gesät, wenn man sagt, dass wir in anderen Regionen in Europa, wir haben sehr viel Grünland. Das führt uns quasi dazu, dass wir mit Milch und Rindfleisch Überproduktion haben. Das ist ein Wahnsinn. Die österreichischen Bauern sollten nicht für Milch und für Rindfleisch produzieren. Was machen wir überhaupt damit? In fast allen anderen Produkten sind wir Importeure in Österreich. Wir haben bei Getreide, sind wir Nettoimporteure. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir sehr viele industrielle Verarbeitungskapazitäten haben, aber nicht nur für den Energiebereich, auch für den Lebensmittelbereich, muss ich dazu sagen. Es wird immer auf diese Energie geschwenkt, aber wir haben auch im Lebensmittelbereich hier sehr viele Exportkapazitäten. Andere Bereiche, über Obst und Gemüse brauchen wir nicht reden, die Saisonalität, hier haben wir Eigenversorgungsgrade teilweise nur von 50%. Nicht einmal beim Apfel sind wir Selbstversorger, auch beim Wein sind wir kein Selbstversorger. Das heißt, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, die Kirche im Dorf lassen, und wir haben halt quasi das Riesenglück in Österreich und Europa, dass wir viel mehr Geld haben als wir andere in diesem globalen Zusammenspiel, und wir können uns das auch leisten.
Das heißt, wenn man sich mengenmäßig anschaut, dann funktioniert das ganz gut. Vielleicht eine letzte Zahl noch dazu. Der Außenhandelssaldo, Zollkapitel 1 bis 24, das sind die landwirtschaftlichen Urprodukte und die verarbeiteten, hatten wir seit 1995 bis 2020 einen negativen Außenhandelssaldo in der Landwirtschaft. Teilweise war ein Viertel bis zur Hälfte des Außenhandelsdefizits von Österreich waren agrarische Produkte, obwohl wir eine sehr potente Firma haben, die hier quasi auch mit im Spiel ist. Ich brauche, glaube ich, den Namen nicht, das ist ein Getränkehersteller, der fast 10% des agrarischen Außenhandels von Österreich macht. Und damit haben wir das erste Mal in 2020 wertmäßig geschafft, dass wir hier quasi wertmäßig mehr exportiert als wir importiert haben. Das heißt grundsätzlich, wir sind ausgewogen laut dieser Bilanzierung, aber in den Produktkategorien sehr, sehr unterschiedlich. Dankeschön. Es gibt, glaube ich, einen guten Überblick ergänzend zur aktuellen Situation. Und man sieht, es ist ja eine sehr komplexe Sache, die man, glaube ich, auch nicht sozusagen in aller Kürze umreißen kann, beziehungsweise die Ströme sozusagen sehr ein verzetteltes Verhältnis haben. David Süß, als Direktor des Bauernbundes sind Sie ja doch wahrscheinlich von uns allen am nächsten an den Betrieben dran. Was sind denn dort die drängendsten Probleme? Wir haben es vorher schon gehört, man redet oft sehr wenig oder zu wenig mit den Landwirtinnen und Landwirten. Was sind die drängendsten Themen dort? Was ist da Ihr Eindruck, vor allem im Hinblick auf das Thema Produktionsmittel, das wir heute auch schon öfters gehört haben? Naja, wenn es um Probleme geht, da könnte ich wahrscheinlich sehr lange referieren. In der Landwirtschaft haben wir viele Herausforderungen, so möchte ich es eher bezeichnen. Und wir haben jetzt, gerade wenn man so ein bisschen zurückschaut, Corona-Pandemie, aber auch jetzt die Teuerungsfragen im Betriebsmittelbereich, das ist natürlich alles, was uns in der Landwirtschaft und auf den Höfen beschäftigt. In der Corona-Zeit hat Regionalität an Wert gewonnen und ist sozusagen auch sichtbar geworden in den Regionen draußen. Man denkt nur an die Selbstbedienungsläden, an die Container, die aufgestellt worden sind. Also der Konsument hat zu den regionalen Produkten gegriffen. Jetzt spüren wir eine andere Entwicklung, das zeigen auch die neuen Zahlen der AMA, wo die Konsumenten ganz klar zum günstigeren Produkt, zur Eigenmarke, aber auch sozusagen diese teureren Produkte, wie an und für sich auch das Fleisch an sich weniger nachgefragt wird. All das hat Auswirkungen auf die Betriebe, das beschäftigt uns. Und natürlich auch, und ich habe es vorher angesprochen, die Frage der Betriebsmittel. Da ist einmal immer darum gegangen, wie viel kostet, aber auch, kriege ich es überhaupt? Das war im Sommer ein Thema im Bereich Diesel, im Bereich AdBlue. Da hat es natürlich auch aufgrund der Situation wie in Schwächer, Raffinerie in Schwächert auch eine gewisse Knappheit gegeben. All das auf den Betrieben ein Thema, aber wir sind gut bislang durch die Krise gekommen, haben natürlich auch versucht, politische Antworten zu geben mit Entlastungsmaßnahmen, die jetzt sukzessive greifen werden. Und somit versucht man natürlich unseren Auftrag, den wir haben in der Landwirtschaft, die Regale zu füllen, die Produkte und die Ernährungssicherheit herzustellen, versuchen wir diesem Auftrag auch gerecht zu werden. Also Sie sagen, es ist eine schwierige oder nicht ganz einfache Situation, aber es gibt doch Zuversicht, sie gemeinsam zu stemmen und gemeinsam auch Lösungen zu finden. Verstehe ich das richtig? Naja, das Wichtigste ist, wir müssen gerade bei den Betriebsmitteln schauen, dass wir sie erstens effizient einsetzen. Da passiert schon sehr viel, das muss man ja sagen. Es hat sich in der Landwirtschaft viel weiterentwickelt. Aber vor allem, wir müssen schauen, dass wir möglichst unabhängig sind. Es ist leicht gesagt, wissen wir natürlich, wie halt ein Handelsdünger, ein Stickstoff entsprechend hergestellt wird. Aber ich denke mir vor allem, Borealis, das war so der Begriff, diese Düngersparte, wo es schon seit vielen Wochen eine politische Debatte auch gibt. Und das ist für mich aber ein gutes Beispiel, weil man sieht, es geht um die kritische Infrastruktur. Und wir können nur in der Landwirtschaft produzieren, wenn wir auch einen vollen Werkzeugkoffer haben. Und da gehört die Düngung dazu, da gehört der Pflanzenschutz dazu, wie wir natürlich heute noch diskutieren werden. Aber insgesamt bin ich zuversichtlich, weil die Leute brauchen was zum Essen und wir können das liefern. Eine schöne Überleitung, Herr Bürstmeier. Pflanzenschutz, die Züchtung könnte ja in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen. Wird sie wahrscheinlich. Dafür haben wir Sie da als den Experten in dem Bereich. Wie wird sich denn Regulierung oder Regulierungen und ähnliche Themen auf Züchtungen und ihr Tun auswirken?
Ja, danke für die Frage und ja, vielleicht komme ich gleich darauf zurück, was unser Hauptredner gesagt hat. Damit wir auf dem Gebiet auch in Zukunft was leisten können, brauchen wir Forschung und Entwicklung. Da glaube ich, hängt sehr viel an den Universitäten und an den Forschungszentren. Man kann noch mehr leisten auf dem Gebiet, aber es kommt nicht von selbst, nichts fällt vom Himmel. Wenn es zum Bereich Züchtung kommt, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass man der Meinung ist, die genetischen Ressourcen, die Sorten, die jetzt da sind, die sind jetzt schon da, also wir haben es, aber es wird nicht gefragt, wo kommen die her. Und das ist halt eine sehr langwierige Arbeit, die da dahinter steckt. Klarerweise wird das Thema Züchtung auf Krankheitsresistenz in der Zukunft noch ein wichtigeres Thema werden, aber es ist natürlich nur eines von vielen Züchtungsthemen. Ja. Wir brauchen genauso die Qualitätsanpassung, die Anpassung an die regionalen Bedingungen. Der Klimawandel wird sie auch nicht nur im Bereich der Krankheiten auswirken, sondern auch im Bereich anderer Stressfaktoren. Hitze, Trockenheit, ja, sehen wir zum Beispiel. Und natürlich wirkt sich ja der Klimawandel aus auf verschiedene Krankheiten. Nochmal wieder zu meinem eigenen Thema zurück. Zum Beispiel gibt es Gewinner und Verlierer, sage ich jetzt einmal. Es wird also nicht nur mehr Krankheiten geben, sondern es wird sich ein bisschen was verschieben. Ja. Zum Beispiel, wer im Getreide sich zu Hause ist, weiß, dass der Zwergsteinbrand früher ein Thema war, ja, wie wir noch lange Schneedecken im Winter gehabt haben. Die haben wir jetzt nicht einmal mehr in Waldviertel. 100 Tage Schneedecken, das heißt, das ist eine Krankheit, die bei uns fast verschwunden ist, außer es kommt wieder mal ein schneereiches Jahr. Dafür, ich glaube, das heurige Jahr wird wieder eins sein, durch den warmen Herbst, sehr viel Insektenaktivität, Insekten übertragen Virusen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr einiges an Getreidevirusen sehen werden. Auch das ist so das soll ich unterstreichen, dass wir in der Züchtung reagieren können auf Krankheiten, aber nicht mit einem Zauberstab. Und es dauert regelmäßige und langfristige Investitionen in das Thema. Dann kann man anpassen. Ein klassisches Beispiel, das ich gern zeige, ist eine Studie, die in Deutschland gemacht worden ist, schon in den 2018er, 2019er Jahren publiziert worden ist, wo man Sorten verglichen hat, jetzt bei einer Kulturart Weizen von 1960 bis in die 2014er Jahre. Und da sieht man zum Beispiel, dass es Sorten aus den 1960er Jahren bei voller Stickstoffdüngung plus Fungizid ungefähr den Ertrag hat, wie jetzt eine Sorte aus dem 2014er Jahr, die guten Sorten aus dem 2040er Jahr, mit der halben Stickstoffmenge, nicht ohne Stickstoff, mit der halben Stickstoffmenge und ohne Fungizideinsatz. Also, aber das ist eine Periode von 50 Jahren, ja, das man dafür braucht hat. Und man sieht, dass der Anstieg noch weitergeht, während, wenn man die FO-Statistik anschaut, der Ertrag beim Landwirt, also der Farmgate, Yield ist ziemlich flach, der genetische Fortschritt noch nicht. Es ist noch was zu machen, aber es fällt nicht vom Himmel. Das heißt, die Züchtung ist sehr, oder ihre Kapazitäten und ihre Kompetenz sind sehr mächtig und können vieles bewirken, aber es gibt keinen Zauberstab dafür. Und es braucht längerfristige Beschäftigung als jetzt in der Sekunde braucht man die Lösungen. Also es ist immer, Züchtung ist ein langfristiges Geschäft. Und jetzt zu sagen, heute habe ich was und morgen ist schon fertig, das funktioniert nicht. Ja. Mit einer guten Sorte jetzt da ist, ist oft die Lebenszeit eines Züchters investiert worden vorher. Alles klar. Hans Hogewin, auch die EU-Politik hat lange Zeiten. Sie haben ja schon vieles ausgeführt, aber wenn ich Sie konkret nochmal bitten darf, Green Deal und die Sur, sehen Sie im Kontext der beiden Themen ein Risiko für die Versorgungssicherheit? Ja, sicher, das habe ich schon gesagt. Und nicht nur Versorgungssicherheit hier in Europa, aber auch weltweit. Mhm. Weil die Kosten von das System, was Sie bilden werden, könnte nicht bezahlt werden bei den Bauern in den Entwicklungsländern. Die können das auch nicht einführen. So die Abstand zwischen den Bauern in Entwicklungsländern und in Europa wird immer größer. Und das wird natürlich zu Beschränkungen leiden im Import oder Export. Und das wird zu mehr Problemen geben für die Entwicklungsländer und auch für Europa. Wir haben es in den Niederlanden jetzt gesehen. Wir können nicht mehr Regeln einführen, wenn nicht unterstützt werden bei den Bauern und bei den Gesellschaften. Wir müssen es zusammen machen. Und das heißt auch, dass wir zusammen Lösungen finden sollten, nicht nur für Europa, aber auch für die Welt. Und was ich gesehen habe, ich arbeite schon jetzt mehr als 30 Jahre in die Agrarpolitik in den Niederlanden, in Europa und jetzt weltweit.
was ich gesehen habe, mit die, und ich bin ein bisschen kritisch, aber ich dürfte vielleicht ein bisschen kritisch sein, dass die Agrarminister in Europa, der Agrarrat, guckt nur zu Europa und wie es besser ist für Europa. Der guckt nicht, wie es weitergeht mit der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern. Und wenn man zu dem Umweltrat geht, wie ihr seht, die gucken nur zu den größeren Klimaproblemen in der Welt, aber nicht zu Europa. Und ich glaube, da muss, es muss ein, wie Dr. Christian gesagt hat, es muss eine Transformation geben. Und das heißt auch, dass die Produktion da stattfindet, wo es das Beste ist. Und darum habe ich gesagt, ich glaube, dass wir, wenn man die Bauern mehr Raum zu arbeiten gibt, es neue Innovationen geben sollte und dass die Produktion näher zu dem Konsumenten Platz finden könnte. Und es gibt auch Raum für die Landwirte in die Entwicklungsländer, weil die bekommen dann auch mehr Raum, die werden nicht überflutet bei Exporten von, Exporten von Europa und die können auch lernen, weil sie nicht immer Geld wollten. Die wollten lernen und zusammenarbeiten mit den Bauern, mit die Agrargeschäften in Europa. Zum Beispiel mit dem Saatgut. Wir haben in Europa Saatgut entwickelt, die mehr Sonne erstehen könnte und weniger Wasser. Das Saatgut könnte sehr gut gebraucht werden in vielen Entwicklungsländern. Und wir helfen die Bauern in den Entwicklungsländern Zugang zu dem Saatgut. Und das sind Fragen, die wir auch uns stellen müssen. Und natürlich, das meint auch, dass die EU mehr dafür zahlen muss. Herr Resel, vielleicht anknüpfend an das, es fehlt ein bisschen der holistische Blick oder der gesamtheitliche Ansatz, Dinge, große globale Themen zu lösen. Kann das auch eine Ursache sein, regulieren wir uns die Teller leer, weil man nicht nach links und rechts schaut? Ich glaube, wir haben gerade wirklich ein Paradebeispiel am Tisch liegen. Die Farm-to-Fork-Strategie ist quasi sehr nach innen gedacht. Wir wollen sie in Europa vormachen, besser machen wie alle anderen. Das Joint Research Center der Europäischen Union hat quasi selber die Zahlen auf den Tisch gelegt. Was werden die Auswüchse davon sein, wenn wir sehr stark auf Düngemittel, Pflanzenschutzmittel verzichten? Wir regulieren uns quasi damit die eigene Produktion weg. Was wird passieren? Wir sind die Reicheren, wir kaufen das einfach von woanders zu. Es gibt da genug Zahlenmaterial, quasi ein Cut bei den meisten pflanzlichen Produkten von 10%, aber auch in der Tierhaltung, weil weniger Futtermittel da ist. Wir werden das quasi alles importieren und was eigentlich der Aufhänger des Ganzen ist, wir wollen ja klimaneutral werden. In Europa werden wir es dadurch, aber wir importieren landwirtschaftliche Produkte und importieren einen größeren CO2-Rucksack, Äquivalent-Rucksack damit nach Europa. Und alle diese Studien zeigen eigentlich, dass es global gesehen schlechter werden wird, wenn wir hier Produktionspotenzial aufgeben. Und das ist quasi widersinnig. Und dass wir jetzt quasi als Politik und alle miteinander da zurückrudern müssen, und auch jetzt im Lichte der Ukraine-Krise, wenn man jetzt reinschaut, wir sehen jetzt, glaube ich, wir erleben jetzt Effekte, die hätte vorher nie einer sich zu wagen getraut, dass quasi die Getreidepreise sich mehr als verdoppeln werden. Natürlich, diese Studien zeigen, dass die europäischen Landwirte jetzt nicht großartig verlieren werden in einem kurzfristigen Kontext wirtschaftlich, weil dadurch auch global die Preise steigen werden und so unsere Urproduzenten, die Landwirtinnen und Landwirte, hier kurzfristig auch profitieren können, egal ob es der Pflanzenbausektor ist, der Schweinesektor insbesondere, der Tierhaltungssektor weniger, der Rindviehsektor aber kann auch profitieren. Aber wir sehen ganz klar in allen diesen Studien, sie sind nicht nur vom Joint Research Center, auch andere Institutionen haben sich damit beschäftigt, wir produzieren weniger, wir nehmen die Verantwortung nicht wahr, die wir global hätten. Mit unserem Geld kaufen wir, ziehen wir woanders die Lebensmittel ab und die Krönung des Ganzen ist nachher der CO2-Rucksack, das heißt wir emittieren damit mehr klimaschädliche Gase damit und dann sagen wir Danke auch noch dazu. Also auch hier das Thema, es fehlt der holistische Blick. Herr Süß, wir haben es schon angesprochen, wenn wir vom Globalen wieder auf das sehr Lokale runterkommen, die Landwirtinnen und Landwirte werden da oft außen vor gelassen. Was ist denn Ihre Antwort, was können Ihre Antworten als Bauernbund sein? Sie sind sehr nah dran, speziell im Hinblick auf Regulierung, aber insgesamt, wie können Sie den Landwirtinnen bestmöglich helfen? Wie unterstützen Sie da dabei?
Ja, mit der guten politischen Arbeit. Das ist natürlich unser Anspruch, den wir haben. Deswegen sind beispielsweise im Bauernbund die Mitglieder bei uns. Und das ist eine Herausforderung. Das muss man schon sagen. Thomas Resl, du hast viel schon angesprochen, da kann ich nur beipflichten. Und insgesamt, ich glaube, das muss auch einmal gesagt werden, dieser Green Deal ist halt leider ein bisschen veraltet, weil er die Versorgungssicherheitsthematik gar nicht mit einfließen lässt. Der ist entstanden in der Zeit vor diesem Krieg in der Ukraine und in Wahrheit müsste man ein bisschen noch schärfen. Ich glaube, das ist einmal wichtig auch zu sagen. Was können wir tun? Und da habe ich große Hoffnung, setze ich da beispielsweise an unsere Vertreter im Europäischen Parlament als auch in den anderen europäischen Gremien. Wir müssen Allianzen schmieden. Österreich ist ein kleiner Staat. Wir haben nur die Möglichkeit, mit vielen anderen Partnern hier den Hausverstand walten zu lassen und diese Vorschläge, die am Tisch liegen, beispielsweise in der SUR, die entsprechend abzuschwächen. Weil das Spiel ist ja ganz einfaches. Die Kommission macht so, wie wir es beispielsweise, also nicht am türkischen Basar kennen. Man setzt einmal hoch an, 50% minus und keine Anwendung mehr in sensiblen Gebieten. Und nachlassen muss man sowieso nur in den Trilogverhandlungen. Also das Spiel ist relativ einfach, das da gespielt wird. Und da müssen wir dagegen halten. Wie gesagt, unser Anspruch, gute politische Arbeit, Allianzen schmieden und dagegen ankämpfen. Das heißt, es braucht eigentlich den Zauberstab, den es nicht gibt. Herr Bürstmeier, nochmal zurück, bitte zu Ihnen. Das Thema Resistenzzüchtungen interessiert mich noch ein bisschen mehr. Sie haben ja schon vieles angesprochen. Holen Sie uns da noch mal ein bisschen ab. Was haben die für ein Potenzial in dem Kontext? Auch Green Deal wurde gerade angesprochen und viele andere Ebenen. Können wir damit alle Themen der Welternährung auf immer lösen, mit dem Zauberstab? Wie gesagt, Zauberstäbe sehe ich kein. Klarerweise kann man was erreichen, aber wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es dauert lang, es geht nie von heute auf morgen. Es braucht eine nachhaltige Investition, das heißt, auch der ganze Sektor braucht eine Investition, sonst kann es nicht funktionieren. Es gibt da unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich leicht in den Griff zu kriegen sind und unterschiedliche Kulturpflanzen. Generell kann man sagen, Pützkrankheiten, da gibt es sehr viel genetische Variationen in der Natur. In den meisten Kulturpflanzen findet man da Resistenzträger und man kann die einbauen. Man ist aber auch nie fertig. Wenn man es wissenschaftlich anschaut, die meisten Pützkrankheiten zum Beispiel sind ja genauso wie die Pflanzen lebende Wesen und die passen sie an. Ja, an auch resistente Sorten genauso wie an ein Pflanzenschutzmittel kann sich ein Erreger anpassen. Das heißt, es braucht eine ständige Investition. Man ist nicht von Haus aus wirklich fertig. Wenn es dann Richtung Insektenresistenzen geht, wird die Sache schon wesentlich, wesentlich schwieriger, mit Resistenzzüchtung wirklich große Schritte zu tun. Aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Züchtung das einzige Werkzeug ist, das wir haben. Ja, wir haben ja schon gesprochen, es gibt auch viele andere Werkzeuge in dem Koffer. Ja. Ein guter Pflanzenbau, eine gute Fruchtfolge und. Und vielleicht auch noch, das haben wir heute noch gar nicht besprochen, ein Thema, das wir auch mitnehmen müssen. Wir müssen auch den Konsumenten mitnehmen, nicht nur die Landwirte. Wir müssen auch unsere Ernährungsgewohnheiten vielleicht doch ein bisschen anpassen. Also ich sage nicht, dass wir unbedingt genauso weiter essen müssen wie jetzt. Es wird sich da auch noch einiges tun und ich glaube auch, dass wir da auf dem Weg noch Schritte machen können in die richtige Richtung. Und sonst kann ich nur, ja, auch als eigene Erfahrung kurz berichten. Ich bin gerade vor einem Monat in Kenia gewesen. Wir arbeiten dort auch mit Universitäten zusammen. Und ja, dass da der technologische Nachholbedarf in der Landwirtschaft noch riesig ist, wenn man schaut, wie die kenianischen Bauern ihren Mais und ihren Sorghum und ihren Cassava produzieren. Also da ist noch einiges zu holen mit vielen Maßnahmen, ja, sei es jetzt agronomisch, sei es pflanzenbaulich und auch pflanzenzüchterisch. Und wir arbeiten halt dort mit den Züchtern zusammen ganz bewusst, um dort einen Austausch zu kriegen und mit den Kollegen und Kolleginnen auch im Bereich Resistenzzüchtung zum Beispiel zu kooperieren. Das heißt, wir tun auch gut oder täten gut, noch mehr Kompetenz und Wissen zu teilen und sozusagen damit Entwicklung global auch voranzutreiben, oder? Absolut. Also ich sage immer, wenn wir uns in Europa zusperren, ja, und unsere Zäune noch größer machen, die werden nicht groß genug sein in China. Wenn wir nicht schauen, dass in die Länder, wo das Bevölkerungsdruck groß ist und wo die Armut groß ist, regional und vor Ort nachhaltige Entwicklung fördern. In meinem Fall ist das halt, ich arbeite halt dort mit der regionalen Universität zusammen. So groß können unsere Zäune gar nicht sein, glaube ich, dass das funktionieren kann. Ein sehr weiser Ausblick. Herr Hoge, wenn, bevor wir uns dem Publikum zuwenden und dann um die Fragen bitten, es hieß gerade, die Konsumentinnen und Konsumenten müssen wir auch mitnehmen, nicht nur die Landwirte und Landwirtinnen. Gibt es von Ihnen dazu einen Ausblick oder was denken Sie, wie kann das gelingen, die Konsumentinnen auch zu gewinnen für diese doch sehr komplexen Themen und Fragen?
Es ist sehr schwierig, weil wir alle wissen, wenn wir zu einem Supermarkt gehen, wenn man in den Supermarkt eingeht, dann sagt man, ich werde ökologische Produkte kaufen. Und wenn man im Supermarkt ist und ein traditionelles Produkt 10 Cent billiger ist, werden die Konsumenten das billige Produkt kaufen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass wir es zeigen müssen, wie es nicht nur hier in Österreich oder in den Niederlanden ist, aber auch wie es in der Zukunft in den Entwicklungsländern ist. Und Studien und Modelle haben lassen sehen, dass zwischen 2040 und 2060 20-50% unserer Lebensmittel nicht mehr von Europa kommen, aber von Afrika. Und da muss man die Frage stellen, wird wir weniger Qualität und mehr Flaggen oder Krankheit haben, oder werden wir auch investieren in unsere Lebensmittel für die Zukunft aus Afrika? Weil wir können es nicht mehr hier in Europa produzieren für die grüne Weltbevölkerung. So, das ist auch eine Frage, die die Konsument beantworten muss. Aber die Konsument muss besser informiert werden. Nicht nur, was in das Produkt ist, aber auch von wo das Produkt kommt. Ich habe in Deutschland gesehen, zum Beispiel, wir haben ein Sommerhaus da. Ich gehe da in den Supermarkt und da ist eine Metzgerei. Die kauft nur Fleisch von der Gegend. Und er weiß, von welchen Landwirten das kommt. Das Fleisch ist besser, ist billiger und mehr klimafreundlich. Und das ist auch, was die Konsumenten fragen jetzt. Und es gibt auch eine Möglichkeit, dass wir die Produktion näher zum Konsument bringen, aber auch die Kinder informieren, dass das Milch nicht von einer Fabrik oder von dem Supermarkt kommt, aber von den Landwirten. Und ich glaube, das ist ein sehr schweres Problem, weil wenn wir sprechen über den Food Losses und Food Waste, Food Losses können wir mit viel Technologie lösen, aber Food Waste kommt zu Konsument und das ist sehr kompliziert, wie die Konsumenten beeinflussen könnte. Ein Plädoyer ein bisschen für die Herkunftskennzeichnung, aber auch die Aufklärung und Information, oder? Dass wir mündige Konsumentinnen schaffen, ja, die auch wissen, warum und wie sie ihre Entscheidungen treffen können. Meine Damen und Herren, Sie haben ganz sicher Fragen, Anregungen, Gedanken, andere Sichtweisen. Darf ich Sie einladen, diese mit uns zu teilen und bitte auch immer gleich dazu zu sagen, an wen Sie, wenn es eine Frage ist, an wen Sie die Frage richten. Nicht schüchtern sein, irgendwer wird der Erste sein, darf der Erste sein. Bitte da hinten in der letzten Reihe, der Herr, wenn Sie uns kurz sagen, wie Sie heißen und was Ihr Anliegen ist. Grüß Gott, mein Name ist Ernst Beck, ich komme von der Oberösterreichischen Landeskriegerregierung von Amt, Abteilung Land- und Forstwirtschaft und hätte eine Frage an den Herrn Bürstmeier. Pflanzenzüchtung, ja, habe ich auch gehabt auf der Uni, das war halt noch da in draußen. Wie schaut denn das jetzt wirklich aus mit der Gentechnik? Da gibt es verschiedenste Meinungen, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich, CRISPR und so. Wie könnte man denn dort vielleicht irgendwelche Benefits für uns holen? Danke. Ich habe das Thema bewusst nicht gestartet, weil ich gewusst habe, das kommt eh aus dem Publikum. Dankeschön. Ja, vielleicht ein Punkt gleich dazu. Ja. Ich sage einmal, CRISPR-Cas-Gen editieren ist ja momentan, glaube ich, hat jeder schon mal gelesen irgendwo in der Zeitung, ist sehr stark in Diskussion. Ist auch kein Zauberstab und kein Wundermittel, aber ein zusätzliches Werkzeug, das wir hätten als Züchter in der Hand. Und momentan ist es ja nur kaum in der Anwendung, sondern mehr in der Forschungsphase im Einsatz. Und da komme ich wieder ein bisschen zu diesen eigenartigen Situationen, auch mit dem Green Deal. Ja, wir wollen auf der einen Seite immer mehr weniger externen Input, ja, also wir wollen weniger Dünger, weniger Pflanzenschutz, mehr Bio und so weiter, aber gleichzeitig sagen wir, und gerade wir in Österreich besonders laut, aber diese neuen Züchtungsmethoden, die wollen wir auch nicht. Ja, was wollen wir dann? Ja, ich würde sagen, es ist sicher ein Werkzeug, dass man den Züchter und auch somit mittelfristig der Landwirtschaft in die Hand geben kann und auch dem Konsumenten, um zum Thema Resistenz gegen Krankheiten, Schädlinge oder Stressfaktoren ein zusätzliches Züchtungswerkzeug zu haben. Und wir in Österreich stellen uns auf den Standpunkt, aber wir nicht, ist für mich eine sehr unlogische Diskussion und eine sehr, sehr schräge Diskussion. Gerade weil es
im Prinzip von der Auswirkung her in der einfachsten Variante nichts anderes ist, wie das, was wir eh schon seit 100 Jahren machen, nämlich Mutationen auslösen, ja, im einfachsten Fall. Die Genschere. Wenn es dann Richtung Gentechnik kommt, auch da diskutieren wir sehr verlogen, fast ein bisschen, gerade wir in Österreich und wir in Europa, und wir verstecken uns da hinter Entwicklungen, die weltweit funktionieren. Und klarerweise, wir diskutieren im Prinzip eine Methode, aber nicht, was man damit machen könnte. Mein Lieblingsbeispiel ist der Hubschrauber. Ja? Wir verbieten in Österreich Hubschrauber zum Glück nicht, und bei uns fürchtet sich auch keiner vor einem Hubschrauber. Ich persönlich habe einmal das Pech gehabt, dass ich mir beim Bergsteigen einen Fuß gebrochen habe. Da war ich sehr froh, wie ein Hubschrauber gekommen ist. Also ich sage einmal, Hubschrauber ist was Tolles. Wenn ich aber in der Ukraine leben würde, würde ich sagen, ein Hubschrauber ist was super Gefährliches. Weil aus dem Hubschrauber kommen irgendwelche Bomben oder Raketen auf mich runtergerasselt. Das heißt, der Hubschrauber per se ist einmal jetzt nicht was Schlechtes. Ja? Aber er kann auch für was ganz Grausliches eingesetzt werden. Und statt dass wir auch bei der Biotechnologie uns überlegen, was wollen wir, welche Ziele wollen wir erreichen, was können wir damit machen, was ist sinnvoll, sagen wir wollen nicht einmal drüber reden, in Österreich zumindest. Also auch hier eine Frage der Einordnung des Kontextes und vielleicht auch der Aufklärung und offensiven Kommunikation, genau, oder? Genau, auch wieder den Konsumenten mit ins Boot holen und erzählen. Nur die Medien, die halt auch viele Lebensmittelkonzerne sogar fahren, suggerieren halt ganz was anderes auch. Nicht? Also dieses heile Welt mit den glücklichen Schweinchen, die wird halt sehr stark propagiert in den Medien, die ja auch die Landwirtschaft, auch die Biolandwirtschaft so nicht, funktioniert ja auch so nicht, wie es bei bestimmten Lebensmittelwerbungen dargestellt wird. Ich glaube, wir nehmen es als Auftrag mit, jeder von uns einfach die eigenen Kanäle auch zu nutzen und Medien und Information und Neugierde vielleicht auch an den Themen zu entwickeln, oder? Ich glaube, damit wäre uns schon bei vielen Themen viel geholfen, wenn wir den Anreiz schaffen, dass man sich mit Themen beschäftigt. Gibt es weitere Fragen oder Anregungen aus dem Publikum? Sind alle ganz erschöpft von unseren Szenarien, die wir hier heroben kreieren. Bitte sehr. Peter Hefner von der Firma Syngenta. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Sehr interessanter Abend, und ich hätte vorhin ist das Schlagwort gefallen von dem Werkzeugkoffer, den der Landwirt hat. Mich würde interessieren, Sie haben das, glaube ich, genannt, Herr Süß, ackerbauliche Methoden. Fruchtfolge war ein Schlagwort, glaube ich, Bodenbearbeitung. Für mich aktuell ist das ein bisschen zu viel Technologie, was wir diskutieren, einzelne Instrumente. Hat der Landwirt denn durch die Rahmenbedingungen, die wir aktuell haben, genug Beinfreiheit, um guten Ackerbau zu realisieren, eine breite Fruchtfolge auf dem Acker zu kriegen? Oder andersrum gefragt, was würden Sie sich wünschen an Rahmenbedingungen, um das wirklich umzusetzen? Bitte. Also ich habe nur das Thema, also das Wort des Werkzeugkoffers verwendet. Ich glaube, der Kollege Bürstmeier hat dann die Details gebracht. Aus meiner Sie können Sicht, beide antworten darauf. Genau. Ich glaube, das ist. Sorry, habe ich verwechselt. Ich glaube, von beiden. Ich war etwas guter unaufmerksam. Input dazu gemeinsam. Nein, nur ich wollte nur die Verantwortlichkeiten festlegen. Wir schreiben es ins Protokoll. Bitte, danke. Es gibt diese per Video aufgenommen. Also es gibt eine Beweissicherung. War ganz ernsthaft gemeint. Werkzeugkoffer in dem Sinne der Wirkstoffe. Das ist schlicht und einfach. Ich habe da einige führende Funktionäre vor mir, die natürlich sehr stark hier involviert sind und immer auch auf das hinweisen. Und das spüren wir ganz besonders im Bereich des Ackerbaus, im Bereich der Kartoffel, der Zuckerrüben und so weiter, wo wir genau diese Thematik halt immer am Tisch haben. Wir wollen produzieren, die Werke sollen laufen, wir haben den Versorgungsauftrag und gleichzeitig haben wir jetzt ständig eine Debatte. Und Glyphosat hat man ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder gesehen, völlig politische Diskussion, überhaupt nicht sachlich geführt, und interessant, was die NGOs so bringen, wenn sie den Minister auffordern, der gar nicht dabei sitzt, in Wahrheit durch die AGES dort vertreten wird, wird aufgefordert, der muss da entsprechend agieren. Also das ist halt leider die Sachlichkeit generell verloren gegangen, und ich möchte es wirklich nur einmal in dem Kontext der Wirkstoffe hier betrachten, und da haben wir echt momentan ein Problem, und da müssen wir nur schauen, dass wir auch die bestehenden zumindest einmal erhalten. Auch das wird eine Herausforderung sein. Aber vielleicht, Herr Kollege, was Sie noch ergänzen. Keine Ergänzungen dazu. Vielen Dank für die Frage. Gibt es weitere Fragen? Bitte, ganz rechts von mir gesehen.
Dankeschön. Mart von der Bauernzeitung. Herr Hoge, wenn mir ist Ihr Satz von den Buchhaltern stark hängen geblieben. Die EU macht die Bauern zu Buchhaltern. Wir haben eine neue GAP-Periode und wenn man sich jetzt die Richtlinien und Bestimmungen in Österreich ansieht, ja, ich sage nur vom Ackerbau, Düngeplan, Spritztagebuch, Ertragsfeststellung mit Rechnungen oder das eigene Lager schätzen, um den Düngerbedarf auch wirklich abschätzen zu können. In der Tierhaltung Meldung der Eiweißfuttermittel, wenn man die verfüttert, beim Schwanzkopieren ein neues Screeningprogramm. Also der Landwirt, Tierhalter braucht nur mit dem Papierordner und mit dem Handy oder was auch immer in den Stall oder aufs Feld zu gehen. Jetzt gibt es elektronische Hilfsmittel und so weiter. Aber wo sehen Sie Ansatzpunkte, dass man diese Entwicklung bremst oder überhaupt umkehrt? Weil es wird meiner Meinung nach fast unmöglich, all diese Aufzeichnungspflichten zu erfüllen und bei einer Kontrolle ohne Sanktionen durchzukommen. Ich muss natürlich vorsichtig sein, dass ich nicht nur die Niederlande kritisiert in meiner Position bei dem V. Aber ich glaube, was wir heute oft nicht sehen, und ich habe das auch gesehen in dem Agrarrat in der EU, dass wir natürlich über die Regeln sprechen, weil die Kommission hat eigentlich nur ein Tool und das sind die Regeln. Und ich denke noch immer, dass man von Brüssel die Agrargesellschaft, die Landwirte regeln könnte, um ein Ziel zu erreichen. Und was man nicht sagt und nicht wirklich zu die Öffentlichkeit bringt, was sind die Kosten, um die Regel durchzusetzen? Die Kosten auf nationale Weise und die Kosten für die EU. Und das sind schreckliche, höhere Beträge. Und man sieht auch natürlich, dass man, wie es jetzt in die Niederlande geht, mit der umgekehrten Fahne, dass wir zu weit gegangen sind. Dass wir die Landwirte nicht mehr den Raum geben, die Unternehmen wirklich, ich wollte sagen, nicht nur agrarpolitisch, aber auch klimapolitisch gut zu machen. Und dann nimmt man weg, weil die Landwirte gut sind, Unternehmen sein für deine Betriebe. Und ich habe gesehen, ich habe Landwirte in den Niederlanden, in Österreich, aber auch in Kenia und Äthiopien sehen. Und all die Landwirte werden gerne naturfreundlich, klimafreundlich produzieren. Aber gib die Landwirte die Freiheit, um es zu machen, wie sie das machen. Gib die Landwirte die Tools, um das zu machen. Und weniger Regeln. Natürlich, man muss Ziele setzen. Aber ein Ziel setzen ist auch ein Incentive für Bauern, um es zu holen. Aber auf deine eigenen Wege, nicht nur, dass man zwei Computer oder vier Computersystemen braucht und nutzt, dass man wirklich Buchhalter nötig haben, um das einzufüllen und alles. Und das ist auch eine Transformation, die Politiker in Europa diskutieren sollten. Weil wenn man zu den anderen Gebieten guckt, zu den Umweltregeln, die sind nicht so detailliert als wie die Agrarregeln. Und trotzdem werden wir den Zielen erreichen. Aber man muss natürlich nicht nur zu dem Bauen gucken, aber auch zum Beispiel zu den Agrargesellschaften. Weil die Bauern sind immer verpflichtet, billiger zu produzieren, sodass im Supermarkt die Produkte billiger sind. Und das muss auch geändert werden. Die Bauern müssen einen fairen Preis bekommen, für das sie produzieren. Und das meint auch, dass wir auch die Politiker sagen müssen, dann wird es vielleicht 2 oder 3 Cent mehr bezahlt werden im Supermarkt. Aber jetzt muss die Bauern die Preis für die billigen Produkte zahlen. Und was wir in die Welt, in V jetzt tun, sein, ist zu Informationen geben, wie die Kosten sind für die Produktion. Für die Produktion für die Klimawandel zu bewerten, für die Umwelt, aber auch einen fairen Preis, wenn man das wirklich, all die Maßnahmen implementiert, was es ein fairer Preis für die Bauern ist. Und dann wird man
mit 5 Cent nicht genug haben. Die ersten Modelle sagen, dass es wirklich einen Horrorpreis gibt. Aber da könnte auch natürlich die Agrargesellschaften auch mithilfen, weil man jetzt sieht mit der Energie, einige von den Energiegesellschaften, weil die Energiepreise sind sehr hoch, die werden schlafend reich. Aber was wir jetzt auch sehen, ist die Diskussion, müssen wir nicht ein Fonds haben, wo die ein Teil von der Winst, was man bekommt, in ein Fonds geht, um später das zu unterstützen, dass die Preise wieder nach unten gehen. Und das ist die Diskussion, dass man nicht nur in Politik, aber auch mit den Agrargesellschaften machen muss. Und einige von den Agrargesellschaften, Saatgut, die sind interessiert und sind, ich war 2 Wochen her in ein internationales Meeting mit den internationalen Saatgutgesellschaften und die wollen investieren. Nicht nur hier in Europa, aber auch in Kenia und Äthiopien. Aber natürlich auch mit einem fairen Preis für was produziert werden da und auch in Europa. Danke. Unterm Strich auch hier, es braucht viel mehr Transparenz und Wahrheit, ja, und eine gemeinsame Anstrengung für die Themen, die wir haben. Vielen Dank für Ihre Fragen und Gedanken. Ich darf Sie zu einer Schlussrunde am Podium einladen. Es ist kurz vor Weihnachten, immer gedacht, der Wunsch nicht ans Christkind, aber der Wunsch an die EU-Agrarpolitik würde mich interessieren von Ihnen allen, wenn ich Sie bitten darf, zu versuchen, das wirklich in einen, also ganz kompakt, was ist Ihr Wunsch an die EU-Agrarpolitik im Sinn von, wie schaffen wir Lösungen? Herr Bürstmeier, wenn ich Sie bitten darf, zu beginnen. Nehmen Sie das Mikro bitte. Danke. Dann fange ich wieder als Wissenschaftler an. Nicht vergessen, die Forschungstöpfe gut zu füllen. Forschung und Innovation bringt nachhaltig und langfristig einen Nutzen. Und alles, was man da investiert, kommt wieder zurück. Am Punkt, vielen Dank. Herr Süß. Ja, zum Green Deal und zum Klimaschutz, aber bitte mit Hausverstand. Auch sehr am Punkt und klar. Herr Hogewin, Ihr Wunsch an die EU-Agrarpolitik? Dass man nicht nur zu dem inneren EU guckt, aber auch zu dem externen EU-Politik gibt. Hm. Da können wir als EU wirklich ein weltweit Leiter sein für die Lösungen und für die Transformation. Danke vielmals. Herr Riesel. Ich bin ja der Direktor einer wissenschaftlichen Einrichtung und mein Plädoyer geht quasi in dieselbe Richtung. Liebe EU-Agrarpolitik, liebe EU-Kommission, nehmt die eigenen wissenschaftlichen Arbeiten ernst und dann wird sich die Politik drastisch ändern. Auch das sehr konkret mit einem Applaus an Sie alle verbunden. Viele gute Anregungen, glaube ich, hier auf dem Podium für uns alle. Ich darf nun Christian Stockmar zu mir bitten, um sein Resümee fragen. Was nehmen wir, was nehmen Sie vom heutigen Abend mit? Es ist jetzt in der letzten Runde viel gesagt worden. Für mich hat das heute noch einmal eine globale Dimension bekommen. Und ich finde, ich habe mir diesen Satz gemerkt, die Verantwortung, die EU sollte diese globale Verantwortung auch wahrnehmen. Das wird hier komplett ausgeblendet aus meiner Sicht. Und ein zweites Thema, was ich schon angesprochen habe, lassen wir die Landwirte, geben wir den Landwirten eine Stimme. Die haben unsere Teller immer gedeckt, unsere Tische, und die kommen hier in der Diskussion zu kurz. Vielen Dank für dieses Resümee. Ich glaube, das deckt sich mit dem, was viele von uns wahrscheinlich mitnehmen. Danke an Sie als Einlader. Danke an die Herren auf dem Podium für Ihre Inputs und Gedanken. Ich glaube, wir nehmen alle vieles mit. Danke an Sie fürs Kommen. Es gibt noch eine kleine Jause im Anschluss und ich glaube, noch genug Anlässe für eine gute Diskussion jetzt dann im informellen Rahmen. Vielen Dank. Danke.